I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Servus, Mervus, Jungs, willkommen zur nächsten Folge mit der Best Band immer noch. Juhu. Hallo. Ich warte immer noch, dass Mauk stirbt und ich dann einfach hinterher joinen kann. Junge, spack einen Block, Digga. Ich krieg wahrscheinlich direkt 20.000 Schadenfall. Nee. Ja, dann setz unter dich Wasser. Eigentlich kann man sich in der Schutzzeit auch bewegen. Ach echt? Oh, bin dumm. Oh, irgendwie jedes Projekt so, dass ich das manchmal ja voll verplane. Weißt du, damals in welchem war nicht so geil, man Varo, wo eine Minute Schutzzeit war, wo man einfach eine Minute noch so stehen musste. Da war ich auch mal drin, ja. Digga, das war komplett abfuck. Welches war das nochmal? Irgendein Varo-Projekt, ne? Oder dann eine halbe Minute ist auch schon viel zu viel, finde ich. Ja, wo du so wirklich echt lange rumgestanden hast und du konntest dich nicht bewegen. Mato Varo sind zum Glück nur 10 Sekunden. So, ich glaube, der hat auch Vilo Varo Plugin, ja, muss ja sein. Ah, ich sehe den Berg. Den kannst du, glaube ich, nicht entfallen von der Zone, da musst du nämlich jetzt schon 500 Blöcke oder so machen. Nein, Spaß. Boah, lol, hier sind auch schon alle Bäume abgebaut, Herr Mann. Ach doch, da war ich doch farmen. Ja, hier war ich farmen. Schön für dich. Hier haben wir Äpfel gefarmt, hier sind richtig viele gedroppt. Oh ja, habt ihr bestimmt irgendwie. Oh, Kohle, Digga, nice, danke. Das sind gar nicht unsere. Okay. Trotzdem danke. War aber eine Holzkohle, die nehme ich jetzt nicht mit. Unsere Öfen stehen bei unserer Kiste. Cool. Ah, ich glaube, das. Oh, scheiße, ich habe da so. Oh, Nee, sagt nichts. Ich will's nicht wissen. Nee, wir haben keine Öfen, nee. Ich will's nicht einfach nur zum Spawn-Loggen, gib's einfach dazu. Ich will, dass du dir das anguckst, was wir da gemacht haben. Jo, kriegst schon noch gleich eine Live-Reaction. Ich brauche hier nicht so viele Schneebälle, ich spam ja nicht. Live-Reaction. Aber keine Sorge, wir haben nichts bei deiner Kiste gemacht, nur bei der von Handy zockt und Lucky Randy. Warum bei Lucky Randy? Der ist gar nicht mehr drin. Ja, das ist uns zu spät aufgefallen. Oh, rip. Habt ihr einfach mal so gemacht, schon nachdem der Fight war, oder was? Nee, vorher hatten wir es ja. Okay, gut, dann hätte ich das auch. Das ist, glaube ich, bei mir unser Geschenk an Lucky Randy oder so. Das kann weg, das kann weg. Und ich weiß nicht, ob das sich verbreitet hat, aber ich habe auch ein bisschen vom Dschungel angezündet. Weil sich ja alle so gewünscht haben. Ja, keine Ahnung, beim also Spawn. Beim Spawn, ich bin mal gespannt, wie das im Finale wird. Ich glaube nicht, dass das ein allzu langes Finale wird. Ding, weil man ja nicht wegrennen kann. Also, ich man kann nicht spekulieren, ich möchte doch keinen Hate haben oder so. Aber ich glaube, einer von denen. Sorry, Lex, gerade. Ich hab's leider nicht verstanden, aber mich würde blendend interessieren, was es war. Ich schreib's aber mal, damit du es verstehst. Wie deswegen. Also, ich oder Martin werden halt letzter Platz aus dem Finale. Okay. Also, ich bin's auf jeden Fall nicht. Ja, muss eigentlich. Ich denke nicht, dass wir Platz 2 und 1 belegen. Deswegen kann es ja nur 3 und 4 wahrscheinlich sein. Aber ein erster Platz, das wäre schon legendär. Also, wenn das Martin und ich schaffe, Junge, dann wäre es ja komplett. Da könnt ihr alle verkaufen gehen. Ja, okay. Ich glaube, ich sehe schon so ein bisschen was ihr gemacht habt. Ja, das Schiff ist ja noch komplett da, Alter. Ist ja. Achso, ihr habt das da oben drauf ein bisschen größer gemacht, okay. Das ist schon mal sehr interessant. Aha. Dass man oben drauf fighten kann, oder was? Okay, danke, Ehrenmann, dass ihr wirklich nichts an meiner Chest gemacht habt. Wie er sich noch so umguckt.
wenn du die ganze Zeit laberst, dass ich ans Spawn gehen soll, bin ich halt ein bisschen misstrauisch. Tut mir leid. Ja, ich wollte deine Zeit nur wasten, weil wir haben gar keine Bäume gepflanzt. Ja, habe ich mir eh gedacht. Aber ich glaube, wir haben echt noch was in unseren Ofen gelassen. Haben wir überhaupt Ofen aufgestellt? Ich weiß es nicht. Don't waste my time. Oh. Das brauche ich noch für die nächsten Folgen. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Oh Gott, Junge. Soll ich das jetzt sagen, aber ich bin hier Folge 15, ne? Und hab schlechteren Stuff wie Madowaro Folge 11. Ist ja schon ein bisschen traurig. Dollar John. Wer ist Team Dollar John? Lebt das? Martin. Ah, Martin lebt noch. Okay. Hustensaft. Die leben nicht mehr. Das weiß ich. Aha. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bringt ja alles nix. Ein Schild, ein Schild. Ah, das war meine alte Kiste. Wo ich gedacht habe, yo, das ist doch bestimmt lustig, wenn ich. Oh, das kann ich gebrauchen sogar. Kann ich auch gebrauchen. Lel war ja die OP-ste Chest meines Lebens. So, jetzt kannst du mir mal schön verraten, wo eure Öfen sind, ne? Ah, ich glaube, ich weiß sogar, wo. Aha, Cobblestone. Okay, ist aber nix. Ne, ihr habt alles rausgenommen. Kannst dich glücklich schätzen. Wolltest du wahrscheinlich einfach nur anders hingehen. Dann merke, dass es doch nichts gebracht hat. Was mich halt genauso sah es aus, oder? Ist einfach nur haben das hingehen. Problem ist halt auch. Ich hab wirklich. Kannst habt ihr. Schreibt mal in den Chat, ob ihr zwei Teile über Bot 3 habt. Oder Bot 3. Jeder, meine ich halt. Oh ja, cool. Weißt du, ihr habt auch noch tausendmal bessere Rüstung, weil ich einfach keine Bücher habe. Wenn dass sie überhaupt Zuckerrohr haben, war ja schon was. Aber ich habe ja gar keine Bücher. Ich habe hier gerade. Ich habe hier gut gesagt, lieber nicht meine Rüstung. Weil sonst. Naja. Ich sag nichts mehr. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich hab keine Blöcke mitgenommen, ey. Produktiv sein Urgroßvater. Geh einfach nicht, dann nehm keine Blöcke mit. Aber Ben, soll ich dir meine Taktik erklären? Jo. Ich geh nicht, baue mir dort eine Netherfestung, lass über Lava runter. Wird ein geiles Finale, oder? Wird lustig, oder? Freust du dich? Auf jeden. Das mache ich dann so eine halbe Stunde lang, bis irgendeiner mal richtig dumm Damage kassiert und dann pearl ich mich und dann trickdrop ich den mit meinem Schwert. Wobei, bei eurer Rüstung wir sind Quickdrops sogar recht schwierig. Weißt du, ich und Dash hier hätten wirklich gute Chancen gehabt, wären vielleicht auch eins wieder, das wären vielleicht ein Top-Team gewesen. Aber dann muss der jeden Tag auf die Gamescom gehen. Das hat ihn alles versaut. Ich meine, wer will schon denn auf die Gamescom? Nee, aber ich habe ihm gesagt, dass alles gut ist, kein Problem. Ich hätte das wahrscheinlich auch nicht geschafft, wobei ich hätte dann wahrscheinlich jeden Tag meinen PC angelassen, während ich weg bin.
Ich werde jetzt nicht gekickt, dass 10 Uhr, bald 10 Uhr ist, oder? Nein, sobald deine Folge vorbei ist, nur. Okay, gut. Hast du eigentlich gesehen, dass wir über die Kiste von Handy zockt, ob die den gemacht haben? Ich habe die gerade gar nicht gesehen, weil ich auch gar keinen Plan mehr habe, wie das Team heißt. Hashtag WSNO, die steht direkt neben Nether Portal. Oh, nee. Oh, ich bin so dumm. Folgen Waste des Jahrhunderts. Was denn? Hab mein Lapis nicht mitgenommen. Ja, Bruder. Belastend. Ja, fahre mich halt so viel Level, damit ich das alles in der normalen Welt machen kann. Und ich wette, ich habe nämlich vorhin Lapis aus meinem Inventar rausgeworfen. Ich wette, in der Teamchest ist kein Lapis drin, ne? Weil ich gar keins mehr habe. Wenn das jetzt passiert, Junge, dann ist wieder alles RIP. Dann muss ich gucken, wie da in jeder Teamchest, ob da noch ein Fitzel Lapis drin ist. Also jedes tote Team natürlich. Aber hier ist ja gar nicht mehr so viel Netherwarzen. Netherquarz, nicht Netherwarzen. Wenn was halt auch hart scheiße ist, Madabaro will keiner gegen uns fighten, ne? Ja, ihr seid aber einfach gut. Ja, aber trotzdem, jetzt ist jedes andere Team stacked. Wir sind zwar auch schon stacked, aber jetzt haben wir gerade einen Teamkill, weil Kreax ein Solo 1v1 hat. Wen denn? Auch irgend so eine Lara. Irgend die Freundin von Wolf PvP. Die hat aber ein Sharp 5 Eisen für uns. Das war ganz geil. Die war wahrscheinlich nicht gut im PvP, kann das sein? Die ist die ganze Zeit nur weggelaufen. Ja, wenn es eine Freundin von Wolf ist, das macht ja Sinn. Ich dachte, was ist eigentlich mit Wolf passiert? Der ist ja auch gar nicht mehr in der Boss-Unit hier, da. Ist gegangen, aber er ist ja Domo-Fan. Oh, cool. Aber. Ich lasse mich auf allein. Ist Pix eigentlich noch in der Boss-Unity? Nope. Warum ist der jetzt eigentlich wieder gegangen? Weiß ich nicht. Der hat ja auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich denke aber wahrscheinlich mal schon. Ach, der hat heute so ein Video hochgeladen, da muss ich noch gucken. Ja, also der hat dasselbe hochgeladen, was Narvex hochgeladen hat. Ach, der hat das einfach. Ah, ja, stimmt, den wollte ich dafür noch striken, stimmt, ja. Also klingt jetzt arg fies, aber er reuploadet halt einfach etwas, macht sich dabei null Arbeit und kriegt mal wieder Klicks auf meinen und Narvex Nacken. Ich habe auch schon mit Narvex privat geschrieben. Also ich bin einverstanden, dass Narvex den District macht, aber dass Pixin einfach reuploadet, ist billig. Ich werde zwar geil finden, wenn irgendjemand mal so aus so, ich weiß nicht. Klar, ich check halt nicht so, wieso man sich so krass verfeindet in der Minecraft-Szene, ne? Aber weiß ich. Ich hate jetzt, aber fange jetzt auch nicht an, irgendwie ein das Video gegen Narvex zu machen, weil ich ihn auch nicht so cool finde oder weil ich auch viele Meinungen von ihm nicht vertrete oder keine Ahnung. Ich check. Ja, ich wollte vielleicht ein Antwortvideo machen gegen Narvex, sein das halt so, weißt du, auf Entertainment-Basis. Weil erstmal muss ich mich noch um den Kollegen Staubi kümmern. Staubi? Wer ist denn das? Ja, er ist halt. Guck mal, der hat in so einem Varo mitgemacht, ne? Und der hat seinen Mate dann übelst gehatet dafür, dass er einen Creeper in sich reingeschlagen hat, Junge, wegen einem fucking Blockspiel. Außerdem hat er Jojois gehatet und ihm vorgeworfen, er wird irgendwie so in einem ODV cheaten, weil er am Anfang 22 Level hat, ne? Ja. Weil in jedem ODV ist es so, die Level werden nach dem Start geklärt und der Typ meint dann einfach, so dreist zu sein und zu sagen, dass er cheaten würde. Dude. Oh Gott, schon wieder zwei. Staubis Aktion finde ich in letzter Zeit schon recht dreist, so. Dann hat er noch so ein Video hochgeladen, irgendwie, wo der einfach nur von Domun diesen Song, von Domun hat ihn einen Montage gegen mich gemacht, ne? Auch? Ja, in NMB damals. Ich war okay. Damals gegen ihn in Narvex Montage Battle. Ja. In BW sogar. Hab ich gegen ihn gewonnen, aber er hat halt diesen Song mit
so ein Videostimme editiert. Das feiere ich zwar nicht so, aber weißt du, kam glaube ich irgendwie, ich brauche nur einen Big Boss zum Verprügeln oder sowas. Warte, ganz kurz. Ciao Leute, das war's mit der Folge.